Hallo, ich bin Annette Langen, aber die meisten nennen mich fast so etwas wie die Mutter von Felix, denn ich habe die Briefe von Felix geschrieben und noch so einige andere Kinderbücher auch. Die Kinder nach den Lesungen fragen mich oft, wie viele Bücher ich denn schon geschrieben habe, und ich habe nachgeguckt, es sind jetzt gerade 106. Ich wollte ein Buch empfehlen für Erwachsene, der Roman von Robert Seethaler, Ein ganzes Leben. Hat mir unheimlich gut gefallen. Wie der Titel schon sagt, schildert das Buch ein ganzes Leben, und zwar das von einem Mann, der als Kleinkind in ein karges Bergdorf gebracht wird, wo er als uneheliches Kind, ungeliebt und nur als Arbeitskraft beachtet, aufwächst. Er hat dann einen schweren Unfall, wird dadurch gehbehindert und trifft aber trotzdem die Liebe seines Lebens, aber nur kurz. Und wie es dann weitergeht, das möchte ich gar nicht verraten, sondern das Buch sehr empfehlen. Robert Seethaler, Ein ganzes Leben. Ich fand, dass es eine besondere Sprache war, ganz unprätentiös, die unheimlich authentisch das Leben in einem Bergdorf zu Beginn des letzten Jahrhunderts schildert. Und dann habe ich noch einen wunderbaren Buchtipp für junge Eltern, von Helme Heine, Der Hase mit der roten Nase. Meines Erachtens das beste erste Buch, das Kindern Toleranz und Anderssein vermittelt. Und die Geschichte ist gereimt, und so geht sie. Es war einmal ein Hase mit einer roten Nase und einem blauen Ohr. Das kommt ganz selten vor. Die Tiere wunderten sich sehr. Wo kam nur dieser Hase her? Da hat er im Gras gesessen und still den Klee gefressen. Doch als der Fuchs kam angerannt, hat er den Hasen nicht erkannt. Da freute sich der Hase: Wie schön ist meine Nase und auch mein blaues Ohr. Das kommt ganz selten vor. Von Helme Heine.